herausragendste Meldung aus Russland der letzten Tage war unzweifelhaft die Flut am fernöstlichen Amur. Der höchste Wasserstand seit 120 Jahren machte bereits 17.000 Menschen vorübergehend obdachlos. Über 100.000 wohnen insgesamt im unmittelbar betroffenen russischen Gebiet in 142 Orten. Überflutet sind vor allem Landschaften in den Regionen Chabarowsk, Amur und dem autonomen Gebiet Birobidschan. Auch das angrenzende China wurde von den Fluten schwer getroffen. Dort gab es zahlreiche Todesopfer. Die chinesische Seite des Amur, der örtlich teilweise die Funktion eines Grenzflusses hat, ist wesentlich dichter besiedelt als die russische. Hochwasser gab es daneben auch an anderen sibirischen Strömen. Über 200 Tonnen Hilfsgüter wurden bereits ins russische Hochwassergebiet geliefert, auch vom russischen Militär, das wir hier beim Katastropheneinsatz sehen. Zahlreiche Hubschrauber und Flugzeuge sind im Dauereinsatz. Der Sachschaden wird auf über 50 Millionen Euro geschätzt. Zwei überlaufende Staudämme mussten abgelassen werden. Immer wieder gab es spektakuläre Bilder aus den Flutgebieten, wie hier die Evakuierung einiger Bären. Auch nach dem Abklingen der Schlagzeilen in den westlichen Medien sinkt die Flut nicht und der Höchststand wird erst noch erwartet. Mit einem Rückgang der Wassermassen wird erst vor Anfang September gerechnet. Thank you.